Hallo, wir sind gerade beim Nachrichtenkicker angekommen. Wir spielen heute eine Aufgabe mit Alexander Graham Bell. Oder besser gesagt, er gibt uns ein Ausrüstungsstück, damit wir mehr Variationen und Möglichkeiten haben, die Missionen zu meistern. Und hier finden wir das auch. Eben haben wir das auf der Karte gesehen. Die Mission befindet sich also in Lambert. Da schauen wir uns erstmal das Intro an. Ah, Jacob, Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Super halluzinogene Bolzen haben wir bekommen. Ja. Naja, sowas in der Art gab es ja schon sehr häufig in Assassin's Creed, dass man Gegner verwirren kann. Diesmal heißen sie also halluzinogene Bolzen. Manches Mal kann man Gegner betäuben oder, wie gesagt, verwirren, dass die sich gegenseitig umbringen und einen Kampf starten. Sich gegenseitig eliminieren. Naja. Schauen wir uns das Ganze mal an. Tut der ganzen Art und Weise, der Spielweise im Moment ganz gut. Denn wenn man hier auf diese Menüs schaut, sind die Slots ja sehr eingegrenzt. Also viel mehr erwarte ich ja jetzt nicht mehr. Also die halluzinogene Bolzen und vielleicht noch eine andere Sache. Für mehr gibt es keinen Platz. Okay, wir sind hier an der Mission im Hafen angekommen. Wir sollen die vermisste Crew aufspüren. Und die Blighters töten. Und als wenn das noch nicht genug wäre, sollen wir die Bolzen in diese Feuerstellen schießen. Ja. Und dann entwickelt sich ein halluzinogener Rauch. Ja. Und damit kann man mehrere Gegner auf einmal ja, außer Gefecht setzen. Die verprügeln sich dann alle untereinander. Das ist cool. Das wollen wir. Und deswegen schaue ich jetzt mal gerade hier, wo ich das mal cool machen kann. Ja, und von hier aus geht das anscheinend ganz gut. Und weil das so cool ist, gleich nochmal. Ich finde das so geil. Wie die da schreien. Wunderbar. Ja, einen Moment lang schaue ich da noch zu. Ich genieße das förmlich, wenn die NPCs gegeneinander kämpfen. Okay, 2 von 9 haben wir geschafft. Und dann suchen wir auch gleich die nächsten. Ach, da hinten sind übrigens die Grünen. Das sind meine Kumpels. Die soll ich befreien? Naja, das ist im Moment kein Problem mehr, denn wir haben die Aufgabe erfüllt. Und weil das so ein ganz niedriger Charakter ist, auf Stufe 3... muss ich hier einfach plündern. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Muss sein. So, ich habe nicht so viele halluzinogene
Fireballs nur 2 Stück. Aber jetzt haben wir einen Dreifach-Treffer gemacht. Und hier, von hier oben geht das auch gut. Fast gleiche Stelle, nur eben vom Dach aus. Ja, und solange sie kämpfen, können wir ja in Ruhe die Truhe ausräumen. Ich schaue mich derweil noch mal ein bisschen um hier, was so geht. Jo, die Jungs sind Geschichte, wie gesagt, muss ich ganz viel plündern. Jo. Also 5 von 9 Bolzen im Feuer in Feindesnähe schießen. 5 von 9 haben wir erledigt. Und hier auch nochmal 2-mal. Weil es einfach geil ist und einfach so dermaßen rockt. Hier lauschen wir auch einen Moment. Während die kämpfen, muss ich mich auch noch um den anderen dort abseits kümmern. Den habe ich nämlich nicht getroffen. Ich weiß nicht, sieht nicht so aus. Ja, die haben ihn nicht erledigt. Dann muss ich das tun. Und Rundschlag. Mein niedrig gelevelter Charakter hat einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ich spiele immer das Spiel 2-mal durch. Mindestens über 2 Gamer-Kicks. 2 unterschiedliche Spielweisen. Mit diesem Charakter spiele ich ohne die Stadt zu befreien. Also etwas schwieriger. Ich habe festgestellt, wenn man London befreit, wird man nachher so überpowert. Okay, hier machen wir Nummer 8. Schade, ich hätte gerne die anderen beiden hier auch getroffen. Nun gut, hat nicht sollen sein, also... Ach, vielleicht gibt es ja noch die Chance. Ne, der läuft weg. Mhm. Können wir vergessen. Ja, unsere Hauptaufgabe ist die Kabel aus den Kisten plündern. Das machen wir jetzt auch. Schwuppdiwupp. Pling. Okay, wie gesagt, ich muss plündern. Ich habe die Aufgabe noch nicht erledigt. Einer fehlt mir noch. Den werden wir uns auch noch holen. Dann schauen wir mal, wo was geht. Wo geht was? Pling. Halluzi-Pfeile. Ich nenne die jetzt einfach Halluzi-Pfeile. Finde ich cool. Und erinnert mich daran, wie sie tatsächlich richtig ausgesprochen werden. Ja, ja, ja. Okay. Drei Typen. Die sollen möglichst zueinander kommen. 4 sogar. Oh, ja. Ja, alle 4 erwischt. Übrigens gibt es ein Achievement oder eine Trophäe. Eine Trophy. Für 5 gleichzeitig. Wenn man das schafft. Ui, was macht der denn hier? Geht aber nicht. Der war nicht lange hier. Okay, wieder eine Kabelkiste. Kiste. 2 von 3.
Und so viel sehe ich hier gar nicht mehr. Ich glaube, wenn ich die kleine rotierbare Ingame-Karte richtig interpretiere, bleiben die beiden noch wieder hier. Oh, da ist noch einer. Ja, komm mal her. Du auch. Und dir batsche ich gleich eine. Komm mal her. Da, das hast du. Hey, sei ja nicht in den Rücken schießen, oder was ist das denn hier? Eine schöne Grüße an deine Freundin. Ja, hier. Und du. Nein, diesmal nicht. Diesmal lässt du mich nicht überraschen. Vorher visiere ich dich an, bevor ich konter. So. Das habt ihr alle davon. Ja, wo ist denn die Kiste? Die dritte. Ich brauche die dritte Kiste. Ach, warum plündere ich dann hier eigentlich? Weil ich nicht weiß, was hier gleich kommt. Zack. Ping. Und wir holen auch das letzte Mal die Kabel aus der Kiste. Das ist unser Auftrag. Es gibt Ärger an den Docks, Leute! Wir müssen die Ladung sofort zu Steric bringen! Wir sind hier fertig. Entfernung zum Ziel verringern, das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet, wir müssen eine Verfolgungsjagd starten. Um Gottes Willen. Hoffentlich stelle ich mich nicht so doof an. Und in der letzten Zeit war das immer so bei den Missionen, dass man die Leute gar nicht einholen konnte. Man musste warten, bis die Gejagten einen bestimmten Scripting-Punkt erreicht haben. Und erst da konnte man sie erst tatsächlich erreichen. Ach je, ich habe schon wieder die Knöpfe verwechselt. Ach, das ist immer ein Leid, wenn man so viele verschiedene Assassin's Creed-Spiele spielt. Gerade noch in Unity drin. Funktioniert gar nichts mehr mit Parkour rauf und runter. Aber das sieht mir hier nach dem Ende aus. Und Alter, da ist ja richtig was los, die kämpfen. Meine Rooks haben mir geholfen. Alter, was ist denn hier los? Ey, das sieht ja ätzend aus. Uah, schnell weg hier. Sieht ja schlimm aus. Wo bin ich hier eigentlich und wo muss ich hin? Also irgendwie sehe ich gar nichts. Folgen wir mal lieber den Mission Marker. Der will, dass wir 500 Meter laufen. Das ist mir zu viel. Da kaufe ich mir, nee, da hole ich mir eine Kutsche. Wozu eigentlich kaufen, wenn man die runterziehen kann, die Jungs hier? Weg da. So ist's recht. Genau, so ist recht. Ja, so wird das gleich viel besser. Wunderbar. Die sind ganz schön schnell, das gefällt mir ganz gut. Muss ich doch sagen, gefällt mir sehr gut. Haben auch richtig Geschwindigkeit. Und die Kutschen lassen sich wesentlich besser lenken als die Autos in Watch Dogs. Das ist ja eine totale Katastrophe. Okay, schauen wir mal. Vorsichtig, Mr. Bell. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das ihre. Doch, sie haben mal wieder triumphiert. Woher wussten Sie das?
Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Wunderbar, 100% synchron hier auf dem Fantasy Star Channel, aber eine dicke, fette Belohnung gab es nicht. Auf jeden Fall nicht als Bodypart oder Waffe. Wir haben aber dafür die Möglichkeit bekommen, in Zukunft die Haluzi-Bolzen zu benutzen. Außerdem 1125 plus 125 XP. Das ist total fett und die beiden nächsten Missionen mit Eevee auch. Also bleibt dran. Bis dann. Tschüss.